Hallo ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück und willkommen zum Start des Jahresrückblicks 2023. In diesem Video möchte ich mit euch auf meine größten Enttäuschungen und die Bücher, die ich abgebrochen habe, zurückblicken. Und ein wirklich schlechtes Buch habe ich auch noch dabei. Also ganz viel Spaß bei diesem Video. It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gifts. Seid ihr bereit, kontroverse, vielleicht auch nicht kontroverse Meinungen und eher Negatives zu Büchern zu hören? Ich auf jeden Fall, denn ich habe meinen Tee hier und wie es im Englischen so schön heißt, wir werden heute etwas Spill the Tea betreiben, also etwas über Bücher ablästern. Was manchmal gemein ist und was viele Bücher auch nicht verdient haben, deswegen ein bisschen der Disclaimer, wenn ihr Sachen mochtet, über die ich jetzt gleich sprechen werde, freut mich das sehr für euch und viele dieser Bücher sind auch nicht objektiv schlecht, die waren einfach nur nichts für mich oder haben mich nicht in der richtigen Stimmung erwischt, aber so ein, zwei Bücher habe ich, über die ich reden will, über die könnte ich mich vielleicht auch etwas negativ auslassen. Besonders über das finale Buch in diesem Video, das wirklich ein, ich bin mir ziemlich sicher, auch subjektiv, nee, objektiv schlechtes Buch ist. Also ganz viel Spaß dabei und dann springen wir direkt mal ins Video, denn wir haben ein paar Bücher, über die ich mit euch reden will. Verratet mir gerne in den Kommentaren, was waren also eure schlechtesten Bücher und eure größten Enttäuschungen im letzten Jahr. Da bin ich sehr gespannt, auch wenn potenziell Bücher dabei sein könnten, die ich mag, aber das muss man manchmal aushalten. Den Anfang machen eben meine abgebrochenen Bücher, meine DNFs, Did Not Finish. Und normalerweise habe ich so die Order an mich selbst, dem Buch 100 Seiten zu geben und dann zu entscheiden, ob ich es abbreche oder nicht, wenn ich so unsicher bin, weil oft entwickelt sich das Buch dann noch, es wird besser, man kommt mehr in die Geschichte rein, weil so Fantasy, High-Fantasy-Geschichten braucht man manchmal auch ein bisschen, so man mit der Welt und den Charakteren warm wird, bei Romance ist es vielleicht manchmal auch. Aber es gab im letzten Jahr doch ein paar Bücher, wo ich auch relativ schnell gemerkt habe, dass die Tonalität der Geschichte nicht so ganz gepasst hat. Und dann gab es wiederum andere Bücher, die habe ich sehr lange gelesen und dann gab es so einen Shift in der Geschichte, der mich dazu gebracht hat, die abzubrechen. Und eins dieser Bücher war tatsächlich Requiem von Kelly Hart. Das war das erste Buch, was ich im letzten Jahr abgebrochen habe. Und das fing eigentlich ziemlich gut an, denn es ist so eine Dark Academia, Enemies to Lovers Geschichte, auch mit so einer Bully-Romance, zumindest klang es im Klappentext so. Es spielt an einem sehr abgelegenen Internat. Nicht fantastisch, aber eben mit dieser ängstlichen Stimmung, die ich besonders am Anfang des Jahres noch gesucht habe, weil ich dachte, das ist das, was ich lesen will. Diese Stimmung hat sich dann ein bisschen geändert, aber zu dem Zeitpunkt war ich da noch sehr drin. Und das Buch hat mich auch sehr schnell reingezogen. Ich war irgendwie intrigued. Ich mochte unsere Protagonistin, der Love Interest war so mysteriös, aber wir haben auch so ein bisschen mal kurze Snippets aus seiner Sichtweise bekommen und dann waren wir so, okay, was ist hier los? Und was ist dieses Geheimnis, um das alles so ein bisschen rumtänzeln? Und was ist dieses Mysterium, das unsere Protagonistin aufdecken will? Und was ist eigentlich an dieser Schule los? Und dann kamen wir so ungefähr zur Hälfte zum großen mittleren Plot-Twist. Und das war eines meiner am wenigsten geliebten Tropes. Und damit hat sich die Geschichte komplett geändert und ich war komplett raus, weil ich das komplett unsinnig und doof und böse fand und war da so, nein, da war ich bockig und wollte nicht mehr lesen, weil dieser Plot-Twist, dieser Shift auch in der Tonalität, so geändert hat die Geschichte und ja, irgendwie eine andere Art von Angst gebracht hat, aber ich war einfach nur frustriert und deswegen dachte ich mir so, nein, komm. Ich will nicht wissen, wie es ausgeht. Es ist mir scheißegal. Mit diesem Twist hast du mich verloren. Deswegen Requiem von Kelly Hart, das erste Buch, das ich abgebrochen habe. Das nächste Buch war dann tatsächlich ein Buch von einer meiner potenziell ehemals liebsten Autorinnen. Und über das Buch habe ich in meinem gelesenen Bücher im Sommer auch schon mal gesprochen und auch ein bisschen gerantet. Und da haben einige von euch drunter geschrieben, dass sie das durchaus verstehen können, weil das Buch doch deutlich anders ist als die anderen Geschichten der Autorin. Und das ist Beautiful Graves von L.J. Shen. Normalerweise liebe ich ja Bücher von L.J. Shen, obwohl sie in diesem Video noch das ein oder andere Mal auftauchen wird. Autsch, tut ein bisschen weh. Aber Beautiful Graves war einfach so überhaupt nichts meins. Das war auch von der Tonalität so ganz anders als das, was die Autorin sonst geschrieben hat. Gefühlt war das so ihr Versuch, gothic und düster und morbide zu schreiben, was in dem Fall aber sehr gezwungen auch wirkte und deswegen hat es meiner Meinung nach nicht gepasst. Wir folgen hier einer Protagonistin, die ihre große Liebe verloren hat. Ich weiß nicht, ob es ihr Verlobter oder Freund war, das ist schon wieder ein bisschen zu lange her dafür. Und sich dann aber langsam aber sicher aus ihrer Trauer rauskämpft und sich neu verliebt. Dann taucht aber diese totgeglaubte Liebe wieder auf. Die Prämisse kennt man irgendwo und es kommt zu Drama. Und irgendwie
mochte ich die Protagonistin nicht, ich mochte diese ganzen Tonalität der Geschichte nicht. Wir bekommen ja auch mit, wie sie ihre erste Liebe kennenlernt. Aber irgendwie, ich weiß, ich kann es nicht benennen, aber ich habe so ein ganz, ganz komisches Gefühl bei dieser Geschichte gehabt. Das hat mir so ein bisschen den Ick gegeben. Und deswegen habe ich dann relativ schnell abgebrochen und bin zum Ende gesprungen, um zu gucken, okay, wird es halt zum Ende noch besser? Kann mich die Geschichte doch noch mitreißen? Dann wäre ich nochmal zurückgegangen, hätte mich vielleicht durch die ersten 100 Seiten, die schwierig waren, gequält. Aber nein, als ich das Ende gelesen habe, war ich so, okay. Also ich hätte dieses Buch mit diesem Ende wirklich gehasst. Also bin ich ziemlich froh, dass ich es abgebrochen habe und damit es nicht bei den schlechtesten Büchern gelandet ist. Dann ein Buch, das tatsächlich nicht objektiv schlecht ist, was aber einfach nicht zu meiner Stimmung gepasst hat. Und das hätte ich vielleicht vorher auch wissen können, aber ich wollte es eben doch nochmal ausprobieren. Das ist Dead Romantics von Ashley Poston. Das ist ja eine schon eher so cutesy Romance mit einem paranormalen Twist, denn unsere Protagonistin kann Geister sehen und wird auch in dieser Geschichte mit einem sehr speziellen Geist konfrontiert, der sie quasi heimsucht und in den sie sich potenziell verliebt. Und irgendwie klang das süß und irgendwie klang das witzig und irgendwie dachte ich mir so, ach, okay, das könnte doch eine super leichte Geschichte für den Sommer sein. Aber ich habe ja die letzten Jahre schon festgestellt, dass zum Beispiel so Geschichten wie Allie Hazelwood sie schreibt oder auch Emily Henry nett sind, aber nicht unbedingt meins sind, weil ich diese Tonalität nicht so ganz fühle. Und selbst wenn ich richtig in Romance-Stimmung bin, ist mir das zu cutesy vielleicht, zu einfach gelöst. Ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, aber die begeistern mich halt einfach nicht. Und dieses Buch hat so genau diese Stimmung, diese Tonalität, geht genau in die Richtung, eben abgesehen vom paranormalen Twist. Und deswegen habe ich dann relativ schnell gemerkt, ich glaube, ich habe nicht mal 50 Seiten ausgehalten quasi, bis ich gesagt habe, okay, das geht mir zu sehr in diese Allie Hazelwood, Emily Henry Richtung. Ich muss es abbrechen, weil sonst quäle ich mich durch dieses Buch nur durch. Und das ist ein bisschen schade, aber so lernt man sich ja auch als Leser selbst besser kennen und ist vielleicht ganz gut, dem Buch dann nicht so diesen Disservice zu tun, indem ich es vielleicht bewerte, wenn ich mich durchquäle, sondern abzubrechen und zu sagen, Versuch war es wert, aber nein. Dann ein Buch, bei dem es nochmal eine ganz andere Geschichte war mit dem Abbrechen, nämlich Confessions of a Bad Boy von Piper Rain. Das ist der 5. Band der Baileys Geschwisterreihe, die ja bei Forever komplett erschienen ist, so eine 9-bändige, 10-bändige Reihe, wo jedes Buch einem anderen Paar folgt, eben einem dieser Bailey-Geschwister. Und ich hatte das erste Buch gelesen und fand es ziemlich, ziemlich cute. Ich weiß gar nicht, ob ich Band 2 gelesen habe, ich glaube nicht. Und ich bin da durch DTV dann irgendwie an Band 5, 6 und 7 rangekommen und dachte mir dann im Sommer auch irgendwann, ach komm, so eine süße cutesy Romance schiebst du zwischen. Und es war halt irgendwie auch nett, aber es konnte mich eben bis Seite 100 nicht packen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich habe jetzt nicht so richtig Motivation, das zu lesen. Es ist keine schlechte Geschichte, es ist eine süße Geschichte. Ich könnte das theoretisch irgendwann mal lesen, aber es wäre halt einfach nicht besser als 3 Monde, 3 Sterne. Und deswegen macht es halt auch keinen Sinn, da weiterzulesen. Und deswegen habe ich es abgebrochen und dann auch den Rest der Reihe aussortiert, weil ich gemerkt habe, ich bin halt auch einfach nicht mehr in Romance-Stimmung. Ich brauche jetzt mehr fantastische Geschichten und ich muss das Buch nicht mitnehmen, vor allen Dingen, als wir dann umgezogen sind. Ziemlich lange habe ich tatsächlich Birthday Girl von Penelope Douglas mit mir rumgeschleppt und fand das Buch auch vom Schreibstil her nicht so schlecht. Ich habe ja von Penelope Douglas auch schon Punk 57 gelesen und fand das gut. Nicht ganz, was ich mir erwartet hatte vom Angst-Level und von der Stimmung, und ich habe irgendwie nicht ganz mit der Geschichte gevibed bei Punk 57. Birthday Girl sollte aber eigentlich ihr bestes Buch sein, das Buch, was die meisten Leserinnen von ihr abgöttisch lieben oder auch Leute, die sie sonst nicht mögen, lieben. Und das ist eine Age-Gap-Romance, bei der sich ein junges Mädchen, eine junge Erwachsene in den Vater ihres schon manchmal etwas schwierigen Freundes verliebt, als sie bei ihm einziehen müssen, weil sie ihre Wohnung verlieren. Und zwischen den beiden entwickelt sich eben eine sehr tiefe Romance, die aber eben verboten ist aufgrund dieser Dynamik. Und ich dachte immer so, okay, ist irgendwie cool, ich verstehe vielleicht, was sie an Anziehung aneinander finden, aber ich habe es nicht unbedingt gefühlt. Und ich habe das lange, lange eben mitgeschleppt und bin auch sogar bis so 70-75% im E-Book gekommen und habe darauf gewartet, dass ich das fühle, dass irgendwie diese Sexiness, die Spannung, das Knistern aufkommt, dass da die Gefühle für mich zu spüren sind. Aber irgendwie war das nicht der Fall und dann sind wir eben umgezogen oder waren im Umzugsstress und das Buch lag halt einfach, glaube ich, einen Monat bei 70% gelesen und ich wusste genau, es war gerade so ein Moment, da ist gerade alles gut, bevor nochmal der Third Act Breakup kommt, also bevor nochmal das große Drama aufkommt, kurz vorm Ende. Und ich habe das schon kommen und dachte mir dann so, eigentlich
will ich gar nicht, dass dieses große Drama noch kommt und eigentlich will ich dieses Buch nicht zu Ende lesen. Also habe ich es dann auch nicht gemacht und ich hatte auch nicht das Bedürfnis, nochmal zurückzugehen. Ich habe das E-Book ja immer noch, ich könnte immer noch diese letzten 20-25% lesen, aber es schreit nicht nach mir und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich es abgebrochen habe, damit auch das keine so einfach nur Meh-Wertung bekommt, weil ich glaube, es für mich am Ende nur so Meh gewesen wäre. Dann haben wir einen Soft-DNF hier, also ein Buch, das ich zwar abgebrochen habe, aber potenziell nicht für immer, aber vielleicht doch. Ich bin immer noch unsicher. Ich kämpfe immer noch so ein bisschen mit mir und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen stimmungsabhängig. Aber ich spreche von Crave von Tracy Wolf. Ich habe das Buch theoretisch auch noch im Regal stehen. Ich kann das E-Book hören über BookBeat oder ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar auf Spotify auch ist. Aber das ist ja so eine, sagen wir mal, Twilight der neuen Generation Geschichte, eine Parodie auf Twilight, eine Geschichte, die sich selber nicht zu ernst nimmt. Und das habe ich beim Streichen dieses Zimmers tatsächlich, als ich dieses Zimmer grün gestrichen habe, bis zur Hälfte des Hörbuchs gehört und war da komplett drin. Aber es war einfach sowas, was man nett nebenbei hören konnte und was mich auch schon zum Schmunzeln gebracht hat, aufgrund dieser Parodie-Elemente, aufgrund dieser Anspielungen auf Twilight, andere Vampirgeschichten, andere Jugendbuchgeschichten. Aber nachdem eben das Streichen weg war und ich theoretisch nochmal hätte zurückgehen können, bin ich nicht und ist auch keine Geschichte, die aktuell nach mir ruft. Aber wenn sie es tut, habe ich sie eben noch im Regal. Ich habe sie noch nicht ausgemistet, weil ich mir immer denke so, vielleicht komme ich drauf zurück. Und das letzte Buch, was ich abgebrochen habe, habe ich auch erst Anfang Dezember, glaube ich, ungefähr abgebrochen. Und das ist Fortuna Swan von K.J. Sutton. Und das tut mir tatsächlich auch so ein bisschen in der Seele weh. Denn einige meiner liebsten englischsprachigen Booktuberinnen lieben dieses Buch, lieben diese Reihe. Und ich kann es einfach nicht verstehen. Also ja, okay, es ist eine düstere Fae-Romance mit einer Protagonistin, die wohl auch so ein bisschen angelehnt sein soll an so Sarah J. Maas-Heldinnen oder ja, andere starke Jugendbuch-Heldinnen. Aber sie trifft einfach so dumme Entscheidungen, wo ich mir auch dachte, Mädel, wie hast du bis jetzt überlebt? Also wirklich, seriously. Sie geht, um ihren Bruder zu finden, der schon lange verschollen ist, einen Pakt mit einem Fae ein, der sie dazu zwingt, ihn zu heiraten, um in seine Welt zu kommen. Und sie denkt sich einfach so, ja, mach ich. Kein Ding. Und dann geht sie in seine Welt und ist überrascht, dass er sie hintergeht. Und ich denke mir so, hast du schon mal jemals irgendwelche Fae und Fairy-Geschichten gelesen? Also auch vor allem so diese alten Folklore-Geschichten, wo sie immer sagt, ja, ich kenne mich ja aus mit magischen Wesen und ich habe so gelernt, Überlebensskills mitbekommen von meinen Eltern. Und ich denke mir so, ja, aber haben sie dich irgendwo aufgeklärt über magische Wesen und ihre so Trickiness und ihre Hinterhältigkeit? Ganz offensichtlich nicht. Oder bist du einfach zu leichtgläubig oder einfach zu dumm? Also das war schon echt nicht gut und es tut mir eben umso mehr weh, weil diese Bücher schön sind. Ich hatte mir gehofft, einmal wieder so eine tolle, spannende Fairy-Romance zu finden, die so düster ist, durch die ich durchfliegen kann und die ich so richtig suchten und fangirlen kann. Und ich hatte mir sogar schon die Fairly Special Editions dieser Bücher, der ersten vier Bücher, vorbestellt, weil die so wunderschön waren. Ja, ich habe das Buch abgebrochen nach so 50 Seiten. Da gab es auch so ein paar Szenen zu Anfang, wo ich mir dachte so, oh, muss nicht sein. Eine sehr komische Traumsex-Szene. Also, seid gewarnt. Und inzwischen ist meine Bestellung dieser Special Editions eben auch gecancelt. Und es tut ein bisschen weh, aber irgendwie auch ganz gut, dass dann gleich eine ganze Reihe von meiner Want-to-Read-Liste verschwindet. Dann kommen wir mal zu den Enttäuschungen. Also den Büchern, die nicht unbedingt schlecht sind, die bei mir jetzt auch keinen richtigen Verriss bekommen haben, die aber höhere Erwartungen an sie gestellt hatten, weil sie eben von Lieblingsautorinnen oder aus geliebten Reihen von mir sind. Den Anfang macht ein Buch, das eben aus einer dieser geliebten Reihen ist und bei dem ich eigentlich bei dem Charakter mir theoretisch eine andere Geschichte erhofft hatte, die locker leichter ist und die mich mehr mitreißt. Stattdessen war es doch eine sehr emotionale, eine sehr gedrückte Stimmung und einfach ein Buch, das viel, viel zu dick war. Und zwar spreche ich von Final Offer, dem dritten und finalen Band der Dreamland Billionaires von Lauren Asher. Hier auch mal das deutsche Cover. Das Buch ist ja im Dezember auch auf Deutsch erschienen. Ich habe es, glaube ich, Anfang des Jahres auf Englisch schon gelesen oder habe mich da, ich glaube, schon ein oder zwei Monate durchgequält, weil das Buch einfach über 500, ich glaube fast 600 Seiten dick ist oder sogar über 600 Seiten. Das ist jetzt schon wieder sehr, sehr lange her. Und wir folgen eigentlich meinem liebsten Bruder Cal, der ja immer so der Spaßige, der Clown ist. Aber es gibt ja dieses Sprichwort, dass
die Menschen mit der schönsten, freundlichsten Fassade doch die dunkelsten Geheimnisse verbergen. Und Cal ist eben auch so einer. Ich glaube, es ist in den vorigen Bänden schon so ein bisschen angedeutet worden, dass er ein bisschen ein Problem mit Alkohol hat, mit Substance Abuse, also auch so mit Drogen, mit Party machen, dass er seine Gefühle irgendwie unterdrücken will und damit abtöten will. Und das ist auch ein sehr, sehr großes Thema in diesem Buch, also da eine ganz große Triggerwarnung für eben Alkoholismus, Alkoholkonsum, mit diesem Kampf mit Alkohol und Drogensucht. Und ja, er geht jetzt zurück in die Stadt, in die er die meisten Sommer verbracht hat, nach Lake Wisteria, und trifft auf seine Jugendliebe, die dort in dem Haus wohnt, das er von seinem Großvater theoretisch vererbt bekommen hat und verkaufen soll. Problem ist, sie ist auch mit Anteilseignerin und muss diesem Verkauf zustimmen. Und jetzt müssen die irgendwie gemeinsam das Haus renovieren und dann eine Möglichkeit finden, es zu verkaufen. Und sie stellt sich zuerst quer, aber weil sie dieses Geld des Verkaufs eigentlich braucht, stimmt sie dann doch zwangsläufig zu, obwohl sie so ein bisschen den Plan hat, Cal das madig zu machen und ihn dann zu vertreiben. Klappt alles nicht so gut, für die beiden entwickelt sich eine Romance, eine sehr, sehr langsame Slow-Burny-Second-Chance-Romance, was ja dann auch schon wieder Slow-Burn ja, aber Second-Chance irgendwie so nicht mein Trope ist. Und dieses Buch war halt irgendwo schön und nett, aber mehr vom Kleinstadt-Feeling und von manchen Charakteren als von der Love-Story und von den Hauptprotagonisten. Und da habe ich mir einfach so viel mehr erwartet, weil einfach der zweite Band der Dream on Billionaires mein liebstes Buch im Jahr 2022 war. Habe ich echt geliebt. Das erste Buch war auch richtig, richtig gut, hat mich mitgerissen. Aber dieses dritte Buch schlägt schon ziemlich ab und war schon sehr enttäuschend, weil es halt auch so diese andere Tonalität dann wieder hatte. Das ist, glaube ich, so ein großes Thema bei den Enttäuschungen dieses Jahr und bei den abgebrochenen Büchern. Aber ja, irgendwie schade, aber kein schlechtes Buch und trotzdem eine Enttäuschung. Und dann, ich habe ja schon angekündigt, taucht LJ Shen noch zweimal auf bei den Enttäuschungen, nämlich bei den letzten zwei Enttäuschungen. Einmal zusammen mit Parker S. Huntington und My Dark Romeo, da hat sie ja zusammen eben dieses Buch geschrieben, das auch der Start einer neuen Companion-Reihe ist. Ich glaube, der nächste erscheint jetzt auch Anfang diesen Jahres. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn lesen werde. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich bin noch so unsicher, weil eben My Dark Romeo auf dem Papier alles hätte sein sollen, was ich liebe. Es sollte so eine ängstliche, dramatische Romance sein. Auch schon so ein bisschen Richtung The Kiss Thief von LJ Shen. Denn wir folgen unserer Protagonistin, die eine Debütantin ist, sehr behütet aufgewachsen ist und die sich einfach nur zu einem Kuss hat hinreißen lassen, auf einem Debütanten-Maskenball. Allerdings hat dieser Kuss schwerwiegende Folgen. Denn der Mann, den sie geküsst hat, will sie benutzen, um Rache an ihrem, ich glaube sogar Verlobten zu üben und sie ihrem Verlobten wegzunehmen. Und so müssen sie dann zwangsweise heiraten. Und es ist also so eine Forced Marriage Romance, die irgendwie so ängstlich und dramatisch sein sollte. Und er ist irgendwie so gemein und sie ist so doch irgendwie liebenswert und naiv und kriegt ihn irgendwie doch rum. Und dann verlieben sie sich doch ineinander und er muss irgendwie das wieder gut machen, wie er sie behandelt hat. Und eigentlich mag ich das, aber in dieser Geschichte ist es irgendwie, ich weiß nicht. Ich mochte beide Charaktere nicht. Und irgendwie mochte ich auch den ganzen Aufbau der Geschichte nicht. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass mein Geschmack sich einfach geändert hat oder darum, dass dieses Buch einfach schlechter geschrieben ist als die früheren Bücher von LJ Shen und ob das jetzt Parker S. Huntingtons Einfluss war oder nicht oder ob diese Formel einfach inzwischen abgegriffen ist für mich. Ich weiß es nicht genau, aber das Buch war nicht schlecht. Es hat, glaube ich, am Ende 3 Monde bekommen, aber es war halt auch kein Buch, was mich begeistert hat, was ich bei dieser Prämisse eigentlich erwartet hätte. Und ebenfalls komplett enttäuscht hat mich Fallen Foe von LJ Shen, der zweite Band der Cruel Castaways, das ja jetzt auch erst dieses Jahr, glaube ich, bei Lux erscheint, übersetzt. Ich fand den ersten Jahr schon so okay, aber nicht so gut wie jetzt ganz andere Bücher von LJ Shen. Ich glaube also, die ganze Reihe ist so ein bisschen eine Flop-Reihe für mich von der Autorin und deswegen ist die Autorin wahrscheinlich auch keine Lieblingsautorin mehr. Aber Fallen Foe war auch, ich glaube, es ist nicht sogar auch eine Forced Marriage Reihe. Es ist schon so lange, dass ich es gelesen habe, weil das im Februar rauskommt. Ich habe es im Februar direkt gelesen. Ach nee, so war das. Die beiden treffen sich so ein bisschen in ihrer Trauer und kommen sich in ihrer Trauer näher und entwickelt sich ein tiefes Band, weil die beide jemanden verloren haben, relativ nah beieinander und doch beide irgendwie immer wieder in Kontakt kommen und obwohl sie eigentlich gar nicht zusammenpassen, schweißen doch diese Tragödien sie zusammen und dann merken sie immer,
mehr, wie sehr sie doch ja, zusammenpassen. Macht das Sinn? Also ja, es war halt eine sehr von Trauer und sehr von Verrat und Tragödie geprägte Geschichte. Schon auch so ein bisschen wie eine so griechische Tragödie oder Tragödie, ein Theaterstück aufgebaut. Und das war auch mal wieder Thema. Also ich verstehe schon, was Altersheim hier versucht und gemacht hat. Aber so richtig gefallen hat es mir nicht. Und dann kommen wir zum wohl auch ziemlich objektiv schlechtesten Buch, was ich letztes Jahr gelesen habe. Was ich wohl in einer ganz langen Zeit gelesen habe. Aber gleichzeitig auch eine meiner größten Enttäuschungen. Und zwar Fate of a Royal von Megan Brandy und Amo Jones. Und Megan Brandy habe ich ja schon einige Bücher gelesen und auch viele geliebt. Ein paar sind eher so mittelmäßig, aber auch viele, die ich einfach mochte. Und ein Buch, was ich wirklich geliebt habe. Von Amo Jones hatte ich bis dato noch nichts gelesen und die haben sich eben jetzt zusammengetan, um nicht einfach eine Dark Romance zu schreiben, sondern eine Dark Fantasy, Romantasy Geschichte. Und ich war zuerst sehr, sehr neugierig und intrigued, weil eigentlich die Prämisse ganz cool klang, auch so auf so einer Bully Romance, aber eben mit einem fantastischen Twist, denn unser Protagonist, Knight Devereaux, ist der Erbe eines großen Dämonenreichs, einer der Lords of Wrath, einer magischen Welt, diese parallel zu unserer existiert. Und um ihn ein bisschen in Check zu halten, werden er und seine Brüder dazu verdonnert, an eine menschliche Uni zu gehen, an der eben magische Wesen und Menschen koexistieren, gemeinsam zur Uni gehen, ohne dass die Menschen eben wissen, dass teilweise ihre Klassenkameraden magische Wesen sind. Und dann trifft er dort aber auf ein bestimmtes Mädchen, das ihn sofort fasziniert, das ihn gleichzeitig irgendwie abstößt und bei dem er ganz tief das Bedürfnis hat, sie irgendwie zu stalken und sie fertig zu machen, aber sie gleichzeitig auch zu besitzen. Und an sich, ja, problematische Prämisse, könnte aber trotzdem gut und unterhaltsam werden. Dieses Buch war aber einfach grausig geschrieben. Ich habe es mir direkt geholt, als es damals rauskam, ich glaube im August. Und ich weiß nicht, ob das Buch nochmal überarbeitet wurde. Es hat auf jeden Fall ein neues Cover nochmal bekommen. Und in den Stimmen, die ich so gelesen habe, klingt es jetzt nicht so durch, als wenn das Buch so schlecht und ja, so abgehackt geschrieben wurde. Aber als ich es gelesen habe, war das so, also ich weiß jetzt nicht, wer, welche Autorin, welche Abschnitte geschrieben hat, aber teilweise haben Absätze einfach überhaupt keinen Sinn gemacht, weil irgendwelche Gedanken nicht zu Ende geführt wurden, irgendwelche Beschreibungen sind einfach komplett im Nichts verlaufen, Beschreibungen haben überhaupt keinen Sinn gemacht. Es gibt unglaublich viele magische Drogen und Alkohol, der eine große Rolle spielt. Vielleicht steht das auch damit im Zusammenhang, dass unsere Protagonistin eben dauerhaft bekifft oder auf Droge oder betrunken war. Irgendwie unter dem Einfluss von irgendwelchen Substanzen, dass sie einfach nicht so richtig mitbekommen hat, dass das dann auch ein Stilmittel war. Aber ich glaube es fast nicht, weil es wirkte einfach komplett schlecht geschrieben. Schlecht vom Storyaufbau. Ja, durchaus echt problematisch. Und auch nicht mal süß problematisch, sondern einfach nur creepy problematisch. Und dann, was auch vorher nirgendwo ja benannt war, ist, dass das erste Band einer Dialogie ist. Und das merkt man dann auch, weil das Ende sehr abrupt abbricht. Und du sitzt dann und denkst dir so, wie? Was? Hä? Ich dachte, das wäre eine vollständige Geschichte. Warum brecht jetzt einfach mitten in irgendeinem Plotpoint ab? Und du stehst da und denkst dir so, what the fuck just happened? Also ich meine, klar, toll, schön auf dem Cliffhanger, dass du unbedingt wissen willst, wie es weitergeht. Aber ich war dann so schon sehr salty und dachte mir, also das ist gemein, das ist doof, das will ich nicht. Und deswegen habe ich die Reihe auch nicht weitergeführt und finde dieses Buch einfach wirklich schlecht geschrieben, schlecht geplottet, schlecht umgesetzt. Und deswegen war das auch so meine größte Enttäuschung und wirklich ein objektiv schlechtes Buch. Und es ist einfach keine Empfehlung, dieses Buch zu lesen, es sei denn, ihr Hate lest es. Und vielleicht ist es jetzt inzwischen auch besser, nachdem es dann doch nochmal überarbeitet wurde. Aber ich habe keine Lust, das nochmal zu lesen, um es rauszufinden. Und das waren sie jetzt, meine größten Enttäuschungen 2023. Hauptsächlich habe ich Bücher abgebrochen. Drei Bücher, von denen ich mehr erwartet habe, haben mich wirklich enttäuscht. Oder ein bisschen enttäuscht. Und ein Buch war halt einfach richtig schlecht. Gut, wenn ihr trotzdem mal wissen wollt, worum es in den Büchern mehr genauer geht, guckt doch mal gerne in der Infobox vorbei. Ich habe euch alle verlinkt. Falls ihr welche Hate readen wollt, falls manche Sachen, die ich nicht gut fand, vielleicht für euch doch gut klingen, könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen. Und wie gesagt, verratet mir gerne in den Kommentaren, welche Bücher ihr dann letztes Jahr so abgebrochen habt, wenn ihr Bücher abbrecht und was generell sonst so eure schlechtesten Bücher oder eure Enttäuschungen waren. Das würde mich auch interessieren. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns ganz, ganz bald in einem neuen Video. Dann auch mit einer wieder positiveren Tonalität wieder. Bis dahin, macht's gut. Red bow and my hair sleigh, bells and the air, the only thing.
miss you.